So, los geht's. Willkommen im Vortrag zu Joomla schnell und sicher machen. So, ich fange mal mit einem Zitat an. Sicherheit und Performance sind zwei Hauptfaktoren über einer Joomla-Website, hat Albert Einstein mal gesagt. Nee, Spaß. Spaß. Nee, der hat doch irgendwas über Relativitätstheorie und E gleich mc Quadrat gesprochen. Deshalb streiche ich das mal, das ist mein Zitat. Und wichtig war für mich, warum ich das überhaupt machen wollte, den Vortrag. Das sind halt sehr wirklich entscheidende Faktoren, die auch über einen Erfolg oder Misserfolg einer Website bestimmen können. Und ich habe gemerkt, durch viele Gespräche auch hier und überall in der Community und so, dass da wirklich auch Aufklärungsbedarf immer noch besteht. Viele Benutzer sehen das nicht als wichtige Sachen oder sind einfach nicht genug informiert und nehmen es eher lockerer. Und Sicherheitsaspekte, ja gut, solange die Website läuft, läuft sie halt. Und das sind halt viele sind wichtige Faktoren, die ich gerne ansprechen wollen würde. So, wir fangen erstmal mit dem ersten Teil, da sprechen wir über die Sicherheit. So, da habe ich aufgeschrieben, Sicherheit, warum, was ist überhaupt Sicherheit, warum? Was habe ich da geschrieben? Warum ist Sicherheit so wichtig? Und wir haben einen dreistufigen Ansatz kreiert. Den habe ich damals mit dem Lukas Radke noch, mit meinem Ex-Kollegen von der 1&1 auf der GM Beyond schon bereits vorgestellt. Und den möchte ich auch hier aufgreifen. Und wenn wir über Sicherheit reden, was ist das überhaupt? Also ganz einfach gesagt ist das ein Zugriff auf das eigene System von unautorisierten Personen. Zum Beispiel durch einen Hackangriff, durch irgendwelche Passwort-Trojaner, wie auch immer. Und das System wird dann natürlich dann missbraucht für Spam-Versand, um Trojaner schleudern oder wie auch immer. Das heißt also, unautorisierte Personen machen Schabernack mit dem Server, mit dem System. Und wichtig dabei bei dem Aspekt ist, dass die Sicherheit immer eine fortlaufende Aufgabe ist. Es kommen immer neue Versionen, neue Sicherheitslücken werden bekannt. Das heißt, es ist kein Fire and Forget. Man richtet den Server einmal ein oder sein Joomla und vergisst es einfach und denkt, okay, die Seite ist für 3-4 Jahre sicher. Sondern man muss halt immer dranbleiben, immer am Ball bleiben, sich informieren. Und wichtig ist, wahrscheinlich haben wir auch viele Entwickler hier oder viele von Agenturen, ist auch wichtig natürlich, dass ihr auch eure Kunden bewusst aufklärt und auch über Sicherheitsrisiken aufklärt und dass die Sicherheit nicht einfach so hinnehmen, sondern und die Sicherheit einfach, also nicht einfach hinnehmen, dass das alles sicher ist und dass die Seite laufen wird, sondern aufklären und versuchen irgendwie auch vielleicht über Wartungsverträge irgendwie die Kunden auch darauf aufmerksam zu machen, dass auch wirklich an der Website gearbeitet werden muss und auch kontinuierlich aktualisiert werden muss und so weiter. Und so, wir haben ein bisschen wenig Zeit, deshalb gehen wir ein paar Punkte durch, was ich für wichtig halte, wo man Tipps geben kann. Und wir werden nicht technisch reden, also ich werde keine Angriffsvektoren oder so vorstellen, also nicht, wie man SQL-Injections macht oder wie man sie rausfindet oder wie man das überprüft, sondern wir reden einfach so generisch, was kann man machen, um die Sicherheit eine Stufe anzuheben. Und wir haben uns damals überlegt, so einen dreistufigen Ansatz, dass wir halt den Joomla haben, den User haben, den Benutzer, der vor dem System sitzt, das System selber und natürlich, wo das System halt läuft, der Server. Und wir gehen erstmal zu der ersten Stufe, das ist der Benutzer. Und so allgemeine Tipps, die wir damals halt rausgearbeitet haben, waren relativ ganz einfach. Zum Beispiel Benutzernamen wie Admin, also Administrator nicht verwenden. Der Super-Account, den Super-User sollte getrennt werden von dem Verwaltungs-Account. Wenn man zum Beispiel Artikel schreibt, dann sollte man die Artikel nicht mit einem Super-User-Account schreiben. Benutzt einfach, legt einen neuen Artikel, einen neuen User an, der nur Artikel schreiben kann und veröffentlichen kann und nutzt diesen auch. Und der Super-User bleibt wirklich nur für Login-Vorgänge, in denen man halt Updates einspielen muss oder Backups erstellen muss. Dann natürlich wichtiger Punkt, sichere Passwörter verwenden. Dazu, cool, dazu komme ich aber auf dem nächsten Slide. In Joomla hat man die Möglichkeit, die Komplexität hochzusetzen. Da spreche ich noch explizit an. Aber generell, sichere Passwörter bedeutet halt nicht, also die Komplexität soll hoch sein, die Entropie. Das bedeutet, dass man halt Großbuchstaben, Kleinbuchstaben benutzt, Zahlen und Sonderzeichen. Und viele davon.
irgendwann ab einem gewissen Grad, ab 12 oder 15 Zeichen, spielt es keine Rolle. Da spielt es im Grunde keine Rolle. Man kann auch 30-stellige Passwörter benutzen. Das Problem dabei ist, bereits 15-stellige Passwörter sind so sicher, dass ein Superrechner 100 Jahre brauchen würde. Also ab einem gewissen Grad spielt die Komplexität keine Rolle mehr. Aber nicht, natürlich zwischen 6 und 15 Zeichen ist ein großer Unterschied. Aber 15 und 30 spielt keine große Rolle mehr. Also ich benutze auch 20- bis 30-stellige Passwörter für meine ganzen Projekte oder Produkte, wie auch immer, oder meine ganzen Logins. Aber im Grunde, also mindestens 8, sagt man, also 10, 12 sind besser und wenn es nach Möglichkeit natürlich noch höher. Und das ist natürlich schwer ist zu merken, deshalb benutzt man einen Passwortmanager. Also ich benutze KeePass oder KeePass. Gutes Produkt. Und das Coole daran ist, man muss sich wirklich nur ein Masterpasswort merken. Ist das euch geläufig? Passwortmanager? Kennt ihr alle? Muss ich nicht erklären? Okay. Genau, das Coole ist daran, dass man hat ein Masterpasswort, das merkt man sich und die anderen Passwörter generiert man für jeden Dienst, den man hat. Für jeden Dienst benutzt man ein eigenes Passwort und das generiert man dann per Zufallsgenerator mit 20 Stellen, wie auch immer. Und das Masterpasswort gibt man einmal ein und dann kann man die Passwörter quasi übernehmen. Genau, ganz wichtig, kann ich jedem empfehlen und sollte jeder umstellen. Und das Coole ist, zum Beispiel KeePass kann man auch, zum Beispiel die Datenbank von KeePass ist sehr verschlüsselt mit einem bisher noch nicht geknackten Verschlüsselungsalgorithmus. Das heißt, die kann man auch in die Cloud bei sich legen. Was man auch immer nutzt, Dropbox oder Google Drive, wie auch immer. Und KeePass gibt es auch für Android, gibt es für Mac, für Windows. Und da hat man auch eine zentrale quasi Speicherstelle, von wo man auch überall zugreifen und auch die aktuellen Passwörter abrufen kann. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin und bei mir mich einloggen möchte, kann ich auch über Android, über meine aktuellen Passwörter. Ja, genau. Das ist es. Genau. Was mir oft passiert, ich habe ja auch Erweiterungen, Extensions, und oft, wenn ich Supportanfragen habe und wir können es nicht lösen direkt über E-Mail oder über das Forum, dann frage ich, nicht freiwillig, aber manchmal geht es halt nicht anders und ich brauche halt Login auf das System. Oder ich muss es bei mir debuggen, dann fordere ich so eine Backup-Datei an, damit ich es bei mir lokal einspielen kann, die Website vom Benutzer, und bei mir halt den Code durchgehen kann und gucken, wo was hakt. Dabei ist ganz wichtig, was viele machen, also viele bei mir machen, also sie schicken mir ihren Super-User-Account direkt ohne Sicherheitsvorkehrungen, sogar ihren eigenen Super-User-Account. Die schicken mir ihre aktuellen Backup-Dateien, wo alle sensiblen Daten noch drin sind. Das auf keinen Fall niemals machen. Da empfehle ich, so eine Entwicklungsseite zu machen oder so eine abgespeckte Version, wo man wirklich das Problem noch reproduzieren kann. Aber natürlich die ganzen Dateninformationen bereits rausgelöscht wurden, wie User oder wie auch immer, oder halt Passwörter oder so, was man da alles gespeichert hat. Und natürlich, wenn es unbedingt notwendig sein muss im Live-System, dann legt man natürlich einen temporären User an, der auch begrenzt ist. Also meistens brauche ich keinen Super-User-Account, ich brauche einfach nur einen Administrator-Account, damit ich ins System komme und meine Extension verwalten kann und die Einstellungen ändern kann. Einfach um zu gucken, wie das reagiert auf seinem System. Das ist wichtig. Genau, und dann habe ich Möglichkeit, temporäre Instanz aufsetzen. Und generell gilt natürlich gesunder Menschenverstand und immer halt zweimal überlegen und dann handeln. Das Problem sitzt ja meistens 30 cm vor dem Bildschirm. Bisschen. Ist ja auch oft so, auch bei mir, bei meinen Anfragen. Okidoki. Kommen wir zu der zweiten Stufe, Joomla. Da habe ich eine Riesenliste, was man so machen kann, wenn man zum Beispiel Joomla installiert. Und wie kann man seinen Joomla nutzen? Also ich habe mit der Zeit, nach all den Jahren, habe ich so zwei goldene Regeln für mich entwickelt. Das sind Backups, 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 Backups und Updates. Also Backups erstellen und Updates einspielen. Regelmäßig und wenn sie rauskommen, einspielen. Bei den Backups, ganz wichtig, ich persönlich empfehle es, also mache ich auch, Backup-Strategie entwickeln. Das heißt nicht irgendwie zufällig, wenn man sich mal wieder einloggt, einen Monat später ein Backup erstellen. Das bringt nicht viel. Das bringt natürlich auch was, wenn man nicht bereits gehackt ist. Aber Backup-Strategie meine ich, dass man irgendwie über einen Cronjob extern quasi wöchentlich ein Komplett-Backup macht und täglich zum Beispiel ein inkrementelles Backup macht. Das mache ich zum Beispiel auf meinem, ich habe auch einen Cloud-Server und Flask läuft drauf. Genau, und da kann man da gibt es einen Backup-Scheduler, Backup-Manager, und da kann man so einrichten, dass die Backups vier Wochen oder beliebige Zeit zurückgehalten werden. Und ich habe es halt so eingerichtet, dass ich wöchentlich am Wochenende ein komplettes Backup mache. Das sind halt 3 GB oder wie auch immer. Und jeden Tag mache ich ein kriminelles. Und dann kann ich jeden Tag zurückgehen, bis zu einem Monat zurückgehen, wenn was passieren sollte. Zusätzlich mache ich auch intern in Joomla, wenn ich mich mal einlogge, weil dann kann man sowas machen, dass man schnell ein Backup erstellt über eine Komponente, welche auch immer. Genau, wir haben hier einen Sponsor, glaube ich. Hier, Akiba Backup.
Und. Ja, genau. Zum Beispiel sowas. Und da gibt es ja auch natürlich auch CLI-Skripte, dass man zum Beispiel einen Cronjob triggert, wenn man die Möglichkeit hat beim Hoster, dass man einen Cronjob triggert und innerhalb des Systems aktualisiert. Backup erstellt. Wichtig dabei ist natürlich, Backup erstellen ist schön gut, aber regelmäßig die Backups auch zu testen. Mal einfach lokal runterladen oder auf eine Subdomain wiederherstellen und gucken, ob alles funktioniert. Weil Backups zu haben ist gut, aber wenn die nicht funktionieren, bringt sie einem auch nichts. Deshalb immer regelmäßig mal testen. Okay, sorry. So, genau. Und ich bevorzuge externe Backup-Systeme. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie ein externes Tool zu benutzen für Backups, dann benutzt lieber das externe Tool. Generell auch bei Sicherheitssachen lieber externe Sachen, die oberhalb des Layers der eigentlichen Applikation liegen. Machen halt Sinn auch Sicherheitsaspekten, auch wenn die auch kompromittiert werden, wie auch immer. Das heißt, wenn ihr beim Hosting-Unternehmen irgendwie die Möglichkeit habt, von externen Backups zu erstellen, stellt, nutzt diese Möglichkeit. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auf solche Tools zugreifen. Bei den Updates, wir haben es ja in der Vergangenheit gelernt, ich meine, bei den Core-Updates gibt es immer mal wieder Probleme, auch bei den Extensions. Deshalb, da kann man auch ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber soweit wir Sicherheitsupdates veröffentlichen, und das kennzeichnen wir natürlich auch, Joomla.org, wenn wir die News Release Notes schreiben, da tragen wir auch ein, dass das ein Sicherheitsupdate ist. Da sollte man nach Möglichkeit schnell einspielen. Wir haben jetzt auch in der Vergangenheit ja größere Sachen gehabt und wer nicht innerhalb von 5-6 Stunden reagiert hat, der war eigentlich schon, konnte man davon ausgehen, dass er gehackt wurde, dass das System kompromittiert wurde. Deshalb Sicherheitsupdates nach Möglichkeit direkt einspielen und generell Updates nicht nach Möglichkeit nicht im Live-System machen, sondern wie gesagt am besten eine Instanz halten, die einfach synchron parallel läuft und da erstmal die Updates einspielen, gucken, testen. Wenn alles läuft, dann kann man es auf dem Livestream schieben oder auch im Livestream dann einspielen. Je nachdem, was ihr bevorzugt. Was zu den Updates noch, bei den Erweiterungen, die Erweiterungen, die man nutzt, sollte man überprüfen, ob die einen Update-Server haben. Das heißt, man guckt in die Manifest-Datei, in die XML-Datei und guckt, ob die den Tag Update-Server haben. Das heißt, wenn Updates quasi vom Entwickler veröffentlicht werden, da wird man auch direkt informiert. Weil es gibt auch viele Extensions, auch relativ bekannte Extensions, die das immer noch nicht nutzen oder ihr eigenes System nutzen. Und man wird halt nicht informiert und man denkt, man ist auf der aktuellen Version und der Entwickler hat bereits 3-4 andere Versionen rausgehauen. Und unter Umständen hat man vielleicht eine Version, die hackanfällig ist. Deshalb, das ist auch so ein Tipp, wenn man die Erweiterung einmal durchgeht und überprüft, bietet der Entwickler einen Update-Server an oder nicht. Das ist schon wichtig. Was habe ich aufgeschrieben? Core-Files-Check. Gut, das ist, kann man machen. Also es gibt auch externe Tools dafür. Man kann jetzt, das ist jetzt ein bisschen obsolet geworden, weil in der neuen 3.6.2, wenn man in die Erweiterung geht, in die Komponente Joomla-Updates, da sieht man so einen orangenen Button, habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen, die Core-Dateien nochmal neu laden oder wie auch immer. Wenn ihr, ich weiß nicht, wann man das benutzen muss, aber wenn irgendwas nicht ganz so gut läuft, also kann man theoretisch mal die Core-Dateien überschreiben. Aber besser ist natürlich, wenn man die mal überprüft, ob die Core-Dateien gleich sind wie die im Paket, um Core-Hacks festzustellen. Da kann ich euch später was zeigen, da habe ich was Eigenes geschrieben, so ein Projekt, so ein MD5-Checksum-Scanner. Das lädt man sich in den Root, startet es und er überprüft einfach die Core-Dateien mit einem vorher abgespeicherten Dump. Da habe ich die MD5 alle vorher erstellt und er überprüft einfach, ob irgendwelche Core-Dateien sich geändert haben oder nicht. Und das macht natürlich Sinn, wenn man zum Beispiel eine Erweiterung installiert, die Core-Dateien ändert. Gott sei Dank kommt es nicht mehr so oft vor. Da kann man zum Beispiel sehen, dass da irgendwie Core-Dateien angefasst worden sind. Also wenn man zum Beispiel Bilder entfernt oder diese README aus dem Root entfernt, dann wird man natürlich auch sehen, dass sie fehlt. Aber das heißt ja natürlich nicht, dass man gehackt worden ist, sondern man hat es ja bewusst dann quasi rausgenommen. Weiterer Tipp ist Backend-Schutz. Ganz wichtig, macht alle eine HTTP-Access rein in das Administrationsverzeichnis, wenn ihr ein Apache habt, sonst ein Nginx müsst ihr gucken. Wenn es nicht geht, also meistens hat man auch beim Hoster die Möglichkeit, versteckte oder geschützte Verzeichnisse anzulegen. Da könnt ihr natürlich das euch ein bisschen Schreibarbeit ersparen, so manuelle Arbeit, und dann legt einfach ein geschütztes Verzeichnis oder legt einfach diesen Schutz auf diesen Administrator-Ordner. Und dann wird natürlich, wenn ihr euch einloggen wollt, dann wird so ein kleines Pop-up angezeigt, kennt ihr wahrscheinlich alle, dann müsst ihr eure Credentials eingeben und erst dann kommt ihr auf die Login-Seite. Und wenn das bei euch nicht möglich ist, warum auch immer, dann kann man natürlich auch Plugins nutzen. Es gibt ja verschiedene Plugins, wo man
wo man halt den Administrationsordner verstecken kann oder einen Token hinzufügen kann, damit er überhaupt erst geladen wird, die Login-Seite geladen wird. Ansonsten wird man direkt umgeleitet auf die Startseite. Die erste Möglichkeit ist natürlich vorzuziehen, weil wenn man irgendwelche Extensions installiert hat, im Administrationsordner, die irgendwie durch einen direkten Aufruf irgendeinen Hack verursachen könnten, dann wird das Plugin natürlich nicht helfen, weil das Plugin wird ja nicht getriggert, wenn man von außen irgendwie externe PHP-Dateien aufruft, sondern das Plugins werden ja nur getriggert, wenn man durch das System quasi durch den Workflow durchgeht. Das heißt, wenn man am besten hat der Access machen, hat der Access-Schutz. Wenn es nicht geht, als Minimalschutz wäre ein Plugin auch okay. Generell weniger Extensions bedeutet weniger Angriffsfläche. Das heißt, das haben wir ja gestern schon besprochen in dem anderen Talk, nach Möglichkeit gucken, dass man mit weniger Extensions auskommt. Kleinere Sachen am besten selber lösen über ein Template Override oder irgendwie lieber kleinere Extensions benutzen, kleinere Plugins, die nur eine bestimmte Sache machen, wo der Code auch sehr überschaubar ist, anstatt eine riesige, komplexe Sache und die halt nicht mehr wirklich durchschaubar ist und nicht mehr rückverfolgbar ist oder zu verstehen ist direkt. Genau, dann habe ich hier aufgeschrieben, 2-Faktor-Authentifizierung. Nutzt ihr das alle hoffentlich, ja? Sehr gut. Nein? Schlecht. Hier, wir haben auch einen Sponsor, Yubico. Also wir haben ja die Möglichkeit die einfachste Möglichkeit sind über einen YubiKey, den könnt ihr euch bestellen hier. Und über Google Authenticator. Das ist so eine App auf einem Android-Phone oder ich glaube iPhone gibt es das auch, dass ihr so einen Code eingeben müsst. Und wenn ihr das aktiviert, dann habt ihr quasi so einen zweiten Layer oben drüber. Und das Coole ist, wenn ihr zum Beispiel im offenen WLAN-Netz seid und das euer Passwort über Credentials eingebt, und ist das, irgendwie werden die abgegriffen, wie auch immer. Das heißt, wenn jemand die abgreift, eure Credentials, dann kann er sich ja auch bei euch im System einloggen und Schabernack treiben. Wenn ihr aber eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, wenn ihr diese Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, habt ihr quasi einen zusätzlichen Schutz oben drauf und diese Zwei-Faktor, diese Schlüssel, der ist immer nur einmalig gültig. Der wird immer automatisch generiert, aber der ist immer einmalig gültig. Das heißt, auch wenn jemand eure Credentials abgreift mit dem Zwei-Faktor-Schlüssel, kann er sich trotzdem niemals bei euch einloggen. Egal, er kann alles ausprobieren, solange der Schlüssel, kein neuer Schlüssel generiert worden ist. Genau, zeig mal hoch, halt mal hoch. Das ist der YubiKey. Der generiert auf Knopfdruck, generiert euch automatisch einen Schlüssel. Genau, dann machen wir USB rein, Knopf, generiert euch, seid ihr eingeloggt. Bei Google Authenticator müsst ihr halt einfach einen 6-stelligen Code eingeben und dann kommt ihr auch ins System. Und dieser 6-stellige Code wird alle 5 oder 10 Sekunden wird dann neu generiert. Der ist quasi immer nur einmalig gültig. Und das ist ganz cool, das würde ich jedem empfehlen, mache ich auch überall und das ist super. So, was habe ich noch? Wenn man Formulare nutzt, Capture aktivieren, wir haben ja das Recapture oder No Capture bereits. Also was ich noch sagen wollte, diese YubiKey Two-Factor Authentication sind bereits im Core drin. Da gibt es Plugins dafür, einfach in den Plugins-Ordner gehen und dann einfach Google aktivieren oder YubiKey aktivieren. Dann geht ihr in den User, dann müsst ihr das aktivieren, dann wird am Anfang so ein Code abgefragt, beziehungsweise beim YubiKey müsst ihr es einmal aktivieren über den Druck und dann erst ist es aktiv für euren Account. Das heißt, wenn man das Plugin aktiviert, ist es nicht automatisch für alle User aktiviert. Aber man kann es natürlich so einstellen, dass die neuen User, die das auch aktiviert bekommen. Aber normalerweise geht man halt in seinen Account, in seinen Benutzer, aktiviert das auch im Benutzer. Erst dann wird es quasi scharf geschaltet und erst dann ist es auch aktiv. Und das ist bereits alles im Core drin. Das können wir, wenn wir Zeit haben, das dauert 2 Minuten, das einzurichten, fertig. Und beim ersten Mal guckst du halt den. Genau, noch wichtig, genau das sind auch Fragen, die meistens gestellt werden. Was passiert, wenn ich mein Handy verliere oder den YubiKey verliere? Weil der YubiKey, wenn man einen anderen benutzt, der ist komplett anders, der wird nicht funktionieren. Der YubiKey ist immer einmalig gültig, also immer das Hardware-Teil. Wenn man ihn verliert, am Anfang werden dir dann 10 einmalige Passwörter generiert, die man ablegen kann, irgendwo im Passwort-Safe, wie auch immer. Das heißt, mit diesen einmaligen Passwörtern kann man sich auch einloggen, auch wenn man das Gerät verliert. Also die Hardware. Das heißt, man hat auch eine Absicherung. Das heißt, man wird sich nicht ausschließen. Und diese einmaligen Passwörter, wenn es wirklich mal sein sollte, kann man sich ja einloggen und das Gerät quasi neu oder beziehungsweise diese Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren. Okay, jetzt habe ich viel Werbung dafür gemacht. Macht das bitte alle. Das erwarte ich von euch. Frage ich euch später. So, Capture aktivieren bei Formularen, logisch macht Sinn. Ich meine, man will ja keine Spam-Nachrichten bekommen. Das nach einer Weile, wenn man so eine Seite hochlädt und Formulare drin hat, merkt man das automatisch, fangen die an, irgendwie Spam-Nachrichten zu verschicken. Das No-Capture ist bereits implementiert, das könnt ihr auch nutzen und ist relativ okay, ist gut. Beziehungsweise, wenn ihr nicht irgendwie über Google-Dienste benutzen, ich meine, Datenschutz, wir sind ja in Deutschland, gibt es da
paar Bedenken. Könnt ihr natürlich auch andere Lösungen nutzen. Das ist zum Beispiel Easy Calc Check Plus von mir. Da könnt ihr auch nur eine Rechneraufgabe einblenden lassen oder ein verstecktes Feld, wie auch immer. Das sind halt lokale Sicherheitsmechanismen, die nicht den Server verlassen. Das könnt ihr natürlich dann quasi umgehen, dass ihr, wenn es datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Dann dazu, das habe ich schon gesagt, die Komplexität der Passwörter. Dafür gibt es auch ein Plugin, ein externes auch von mir. Aber es gibt bereits im Core seit der 3.4 oder so, gibt es in der oder Option von der Benutzerverwaltung gibt es so einen Block, wo man die Komplexität hochsetzen kann. Zum Beispiel Mindestanzahl an Passwörter, welche Zeichen müssen vorkommen. Und das empfehle ich euch auch, ich meine, aus Faulheit will man ein einfaches Passwort benutzen, aber wenn man sowieso einen Passwortmanager nutzt, was hoffentlich alle danach machen, dann sollte die Komplexität entsprechend hoch sein. Also 14, 15-stellig, 20-stellig, wie auch immer. Müsst ihr selber gucken, was Mittelweg finden, was für euch passt. Dann trifft wahrscheinlich bei euch nicht so wirklich zu, also wenn man temporäre Zugänge angelegt hat für externe Dienstleister, wie auch immer, die natürlich nach Beendigung des Auftrags auch löschen, das System wieder säubern. Was mir auch passiert ist, wir haben ja seit welcher Version haben wir diese Notification Plugin? 3.0, 3.2, 3.4? Wenn es eine neue Version gibt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da gab es ja dieses Plugin, das wurde installiert und man kriegt ja jetzt eine E-Mail, als Super-User kriegt man eine E-Mail, dass es ein neues Update von Joomla gibt, ein Core-Update. Und ich habe, glaube ich, 25 oder 30 Mails von irgendwelchen Seiten bekommen, wo ich irgendwann mal einen temporären User hatte und ich wusste gar nichts mehr davon, aber die haben meinen Account, ich war mal drin, habe alles geregelt, habe gemacht, bin wieder raus, vergessen, super Support geleistet und das waren fast 30 E-Mails, die ich bekommen habe, dass es Updates gibt für irgendwelche Seiten, die ich bereits vor 3-4 Jahren irgendwann mal besucht habe oder wo ich halt mal aktiv war. Das heißt, die haben halt den temporären User nicht gelöscht und ich hätte theoretisch noch Zugriff auf das System, wenn ich mir das Passwort zurücksetzen würde, wie auch immer. Und das war schon lustig und Genau, und dann halt nur weiterer Punkt ist Userrechte überprüfen, wenn man vielleicht ein Projekt übernimmt. Meistens ist da eine Latte von Usern, die irgendwie alle auf Super-User stehen. Das brauchen die nicht, müssen wir nicht. Also immer gucken, Benutzerverwaltung gehen, gucken, welcher User braucht eigentlich was und auch die Userrechte komplett runtersetzen und minimieren. Und notfalls legt man halt eine neue Gruppe, ACL-Gruppe an oder wie auch immer und versucht die Leute so, dass sie halt, je weniger Rechte sie haben, desto weniger kann auch passieren. Es muss ja nicht vorsätzlich sein. Es kann ja auch unbewusst, dass da irgendwie aus Versehen globale Einstellungen geht und irgendwie SSL umstellt oder wie auch immer. Und dann ist schmiert die Seite ab. Kann ja passieren. Ist schon alles passiert. Genau. Und dann halt, wenn man eine Website online stellt und man braucht keine Benutzerregistrierung, braucht man eigentlich in den seltensten Fällen, also in meinen Fällen brauche ich es eigentlich fast nie, außer ich habe ein Forum oder so, wo ich halt Aktivität möchte, dann deaktiviert man auch die Benutzerregistrierung. Ich glaube, in der neuesten Version ist es bereits per Default auf aus, oder? Weil die war eine Zeit lang, war die immer an. Und ich meine, das war, für was brauchst du die, wenn die meisten normalen Seiten, da brauchst du kein Frontend-Login oder Frontend-Registrierung, wie auch immer. Das war im Grunde eine Einlage, genau, weil du konntest über die dynamische URL, du musst ja nicht meinen, dass das Modul da irgendwie aktivieren, du gehst einfach Fragezeichen, Option, com, Users, dann landest du schon auf die Komponente der User, also des Benutzerkomponenten und da gibt es Registrieren, kannst du dich registrieren. Beziehungsweise die rufen ja den Link sowieso direkt auf, über View Register. Genau, und dann noch ein Punkt bei Security Extensions. Ich weiß, viele sind Fans davon, ich bin überhaupt kein Fan davon. Keine Ahnung, so interne Firewall, Joomla Firewall, whatever, I don't know. Weil das Problem, das ist genau das Problem, was ich vorher angesprochen habe, dass die Firewall selber liegt auf der gleichen Ebene wie das System selber. Wenn das System irgendwie angegriffen wird, gehackt wird, dann kannst du auch nicht sicher sein, dass diese Firewall auch irgendwie einen Schutz bieten kann. Kann sie einfach nicht, weil die können auch genauso manipuliert werden, wenn das System mal kompromittiert ist. Das heißt, wenn man eine Firewall, dann soll man eher gucken, ob der Hoster oder wenn man einen eigenen Cloud-Server betreibt, dass man auch die Mod-Security-Regeln entsprechend oder wie auch immer, auf jeden Fall auf dem Server quasi diese ganzen Sicherheitsaspekte beachtet. Firewall-Einrichtungen, Sicherheitsregeln. Meistens, in letzter Zeit haben wir es auch so gemacht, wenn wir größere Probleme hatten, haben wir auch im Security-Team, haben wir auch so Security-Regeln vorbereitet, die wir auch an die Hoster aktiv geschickt haben, die sie sich bei sich eingespielt haben, damit auch zum Beispiel die Shared-Hosting-Kunden auch direkt geschützt sind, ohne ein Update zu fahren, weil viele sind ja Update-faul. Und da haben wir auch quasi proaktiv solche Sicherheitsregeln geschrieben und auch die Hoster versorgt. Und wenn man es selber verwaltet, muss man natürlich gucken, dass man die Regeln kommt oder sie selber schreibt, je nachdem, wie gut man ist. Und darüber halt den Schutz sucht und nicht irgendwie denkt, wenn man sich so ein Firewall-Ding installiert, dass man sicher ist. Klar, es gibt, vielleicht steigert sich die Sicherheit um minimal, aber
die können auch nicht alles abfangen. Also von daher, ich bin da skeptisch. Das ist so für mich eher so Snacköl, also Schlangenöl nennt man das ja. So, und dann ein Punkt, den habe ich in der Description erwähnt, den habe ich jetzt hier reingeschrieben. Wenn man bereits gehackt ist, was macht man da? Seid ihr informiert? Will jemand wissen, was man machen muss? Willst du wissen? Dirk, noch nie gehackt worden? Ja? Ja, ich rede mit dem, Mann. Du fühlst dich immer so angesprochen. Ich guck doch dahin. Nee, Spaß. Ja, wenn man gehackt hätte, gut, das kriegt man ja relativ schnell mit, irgendwie entweder über Spam versandt oder die Seite ist irgendwie, wie auch immer, sieht anders aus oder whatever, sie ist online, es kommen irgendwie auf einmal Fehlermeldungen, PHP-Fehlermeldungen, wie auch immer. Natürlich sollte man die so schnell wie möglich offline bringen, das ist A und O. Erstmal natürlich HTTP-Access-Schutz oder geschütztes Verzeichnis davor komplett dicht machen, also dass von außen über den Browser kein Zugriff ist. Was macht man dann? Dann guckt man halt, wichtig ist natürlich die Logs, die Protokolldateien durchzuforsten. Und was auch sehr einfach ist, was man aber auf Anhieb sieht, wenn man zum Beispiel mit FileZilla oder wie auch immer, oder ein FTP-Programm, das Änderungsdatum anschaut. Zum Beispiel, ich habe sogar jetzt vor kurzem einen Fall gehabt, also nicht ich persönlich, aber ein Bekannter, und bei dem wurden irgendwie alle Index.php oder Index.html-Dateien irgendwie modifiziert. Und wenn man sich eingeloggt hat, hat man sofort gesehen, das heutige Datum von, was weiß ich, 10 Uhr, dass die Dateien da quasi modifiziert wurden. Und er hat irgendwie seit Wochen nichts mehr drauf gemacht. Da sieht man sofort, dass da irgendwie Zuge von außen war. Dann gucken wir Protokolldateien. Das ist natürlich ein Indiz, wenn man zum Beispiel sieht, okay, um 10 Uhr gab es eine Änderung, da versucht man das einzuschränken, weil die Logdateien sind ja riesig normalerweise. Guckt man auch natürlich, zum Beispiel in dem Fall war es ein FTP-Hack. Das war relativ einfach zu finden, wenn man die FTP quasi Zugriffe protokolliert und guckt, wann welcher Zugriff stattfand. Und da hat man sofort gesehen, dass da irgendwie aus China oder Russland um 10 Uhr irgendwie erfolgreicher Login war. Das heißt, seine Passwörter wurden irgendwie ausgespäht, irgendwie Trojaner wahrscheinlich oder der hat ein ungesichertes Netz benutzt, wie auch immer. Auf jeden Fall Protokolldateien nach Möglichkeit durchforsten, weil man muss ja die Quelle finden, nicht einfach versuchen, irgendwie die Dateien zu überschreiben und einfach wieder online stellen, geht nicht. Man muss die Quelle finden nach Möglichkeit. Was ich mache, ich würde das Ganze dann quasi runterladen und dann lokal erstmal abgleichen, lokal gucken, säubern. Ja gut, ich kann ja jetzt die ganzen Tricks nicht verraten. Nee, Quatsch. Am besten, wenn man sich nicht auskennt. Es ist nicht so einfach, es ist wirklich schwer. Man muss gucken, was installiert, ob welche Core, welche Extensions installiert. Man muss sie auch abklären. Man muss auch in den Core, in den Code reingucken. Man muss schon so ein Gefühl haben, das entwickelt man, das lernt man. Zum Beispiel, ob welche Dateien dann quasi irgendwelche Zugriffe oder irgendwie so Post-Requests abgreifen oder Get-Requests, die nicht validiert werden. Das muss man lernen. Das kann man nicht einfach so jetzt hier erzählen. Wenn man sich nicht auskennt, am besten natürlich irgendwie einen Profi oder in der Community nachfragen, ob da jemand kurz helfen kann. Aber wenn man das gereinigt hat, das Einfachste ist natürlich, wenn man prüft und man weiß, okay, der Hack fand um heute statt und man hat ein Backup von gestern, dann guckt man natürlich, dass man das Backup einspielt, wenn man noch keine großen Änderungen hat. In dem Fall hatten wir ein Backup, aber es wurden bereits neue Artikel geschrieben. Das heißt, ich habe es einfach so gemacht, ich hatte die statischen Dateien, hatte ich ja alle aus dem Backup, die waren sauber. Und dann habe ich aus der Datenbank die neuen Sachen aus der Content-Datenbank, also die Artikel habe ich dann rausgezogen und quasi importiert in meine neue Instanz, die gesäuberte Instanz, die ich aufgesetzt habe. Da habe ich sie alle importiert, habe die Bilder übertragen, nochmal alles durchgecheckt und dann war sie im Grunde sauber, weil das ist natürlich die einfachste Lösung, wenn man ein Backup hat. Wenn man keine Backups hat, wird es schwierig. Ich hatte auch einmal einen Fall, da wurden alle JavaScript-Dateien angepasst. Und sonst gab es nichts, sonst war nichts. Und er hatte eine Extension installiert, die nicht mehr aktuell war. Die habe ich zugemacht. Und da muss man natürlich gucken, weil er hatte kein aktuelles Backup. Da muss man das irgendwie per Hand im Grunde säubern. Da muss man alle JavaScript-Dateien. Und dann da gibt es einen Trick, da muss man gucken, weil die waren irgendwie gleich immer gleich auf so eine Prüfsumme. Und innerhalb dieser Prüfsumme war immer der Hack, war immer irgendwie so eine Umleitung über JavaScript auf so eine virenverseuchte Seite. Und die kann man dann lokal natürlich, wenn man so einen Regex schreibt, kann man über so einen regulären Ausdruck, weil per Hand kannst du es nicht machen, das waren über 300 Dateien. Und wenn du so einen Regex hast, kann man Notepad++ nutzen oder wie auch immer. Und einfach muss man sich halt auskennen mit regulären Ausdrücken, kann man die einfach in einem Wisch, waren die alle sauber. Innerhalb von 10 Sekunden hatte ich alle Dateien gesäubert. Das ist zum Beispiel sowas. Also es gibt viele, viele Sachen, viele Tricks, die man machen kann. Und wenn man sich unsicher ist, am besten natürlich Experten fragen. Und dann, wenn man alles gut ist, dann löscht man natürlich die Instanz, die verseucht ist, komplett weg. Macht die saubere hoch und erst dann reaktiviert man den Zugriff über Schutz entfernen.
Und natürlich, ganz wichtiger Punkt, habe ich mir aufgeschrieben, Community Power nutzen. Genau, dafür haben wir die Community. Wir haben verschiedene Foren, Facebook, die Facebook-Gruppe ist sehr aktiv. Geht dahin, genau, meldet euch an und fragt einfach. Wir haben viele User, die auch in unserem JM Beyond Verein sind, die sind sehr aktiv, auch im Forum, aber auch in der Facebook-Gruppe. Und einfach ganz nett fragen, die Jungs helfen euch. Oder ich, wenn ich Zeit habe. Selten. So, jetzt kommt die dritte Stufe. Backend, Server. Es kommt darauf an, wie erfahren ihr seid, weil viele Sachen kann man nicht wirklich machen, was ich jetzt hier mir aufgeschrieben habe. Beziehungsweise man kann es schon machen, aber je nachdem, was der Hoster anbietet, wenn man einen eigenen Server oder Cloud oder wie auch immer Server betreibt, kann man natürlich dann mehr, hat man mehr Freiheiten, kann man viel, viel mehr Sachen machen. Was ich mir hier aufgeschrieben habe, Backend Protection, das haben wir ja schon mal besprochen, ganz wichtig. Wenn es nicht direkt, also wenn es über den Control Panel nicht geht, manuell machen, wenn es geht, nutzt die Möglichkeit, dass ihr serverseitig ausfiltert quasi und nicht erst über eine Komponente oder ein Plugin. Dann natürlich Server-Updates einspielen. Ganz wichtig, vor allem, wenn man einen eigenen Server betreibt, gucken, dass das Betriebssystem aktuell ist, PHP-Version, wie auch immer, immer aktuell halten. Oder öfters gibt es irgendwelche Libraries, gibt es irgendwelche Bugs, so OpenSSL hatte ja mal was Größeres. Das heißt, da gucken, dass man hinterher ist und auch die Updates entsprechend einspielt. Sonst, das Problem dabei ist natürlich, wenn der Server mal kompromittiert ist, dann geht es ja auf alle Seiten, also nicht nur eine User-Seite oder Kundenseite, das kann dann auch alle betreffen. Deshalb gucken, weil das ist, da hat man viel Verantwortung. Immer schön am Ball bleiben, also täglich prüfen. SSL-Zertifikate würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch natürlich der Sicherheitsaspekt. Also SSL-Zertifikat meine ich einspielen, dass man die Seite über HTTPS ausgibt, also das TLS-Protokoll nutzt. Das hat auch der gute Punkt, so neben Win ist der SEO-Faktor natürlich, weil Google immer mehr diesen HTTPS-Seiten bevorzugt, immer mehr diese SSL quasi ein größeres Gewicht bekommt. Aber auch generell natürlich, dass die Ausgabe, die Übertragung vom Server zum Browser, dass sie natürlich verschlüsselt erfolgt. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn man Login-Sachen hat oder Formulare, Shop, wie auch immer. Überall, wo User-Aktivität stattfindet, solltet ihr SSL aktiviert haben. Also über HTTPS. Generell solltet ihr jetzt alle mittlerweile umgestellt haben. Weil jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir haben Let's Encrypt. Da kannst du kostenlose Zertifikate erstellen. Und eigentlich kann das jeder, auch wer, man muss kein Geld jetzt dafür bezahlen, um ein Zertifikat quasi zu generieren. Und ganz cool funktioniert es bei Plesk. Ich hatte ein Wildcard-Zertifikat von der 1&1. Und dann habe ich alle Subdomains. Und der einzige Nachteil der Let's Encrypt hat noch keine Wildcards. Das heißt, man muss dann theoretisch für jedes Projekt, für jedes Subdomain ein eigenes Zertifikat erstellen. Aber zum Beispiel, es gibt eine Plesk-Extension, Let's Encrypt. Mit der kann man innerhalb von 3 Minuten oder 2 Minuten meine alle Subdomains, alle Domains, die ich im Plesk verwalte, habe ich mit einem Zertifikat quasi ausgestattet. Und das war innerhalb von einer Minute oder so, war es auch online, wurde mir auch angezeigt, dass Let's Encrypt ein Zertifikat ist aktiv. So. Und das ist so einfach, das sind 5 Minuten Arbeit. Ihr müsst, okay, das kostet auch nichts. Was meinst du, Entschuldigung? Let's Encrypt heißt. Let's Encrypt, das ist diese Bewegung, diese freie, kostenlose Zertifizierungsstelle. Da ist, glaube ich, Google und Fire und Mozilla und so dabei. Und die stellen kostenlose Zertifikate aus. Zertifikate. Genau, und das Gute ist natürlich, wenn man die Plesk Extension nutzt, die aktualisiert jeden Monat das Zertifikat. Das heißt, das wird nie auslaufen. Aber guter Punkt, wenn man es manuell macht, per Hand, muss man halt darauf aufpassen, nach 3 Monaten erlischt quasi die Gültigkeit. Das haben die halt ein bisschen eingeschränkt. Das ist nicht so wie bei den Großen, die Bezahlpflichtigen, die halten natürlich künstlich hoch auf 2 Jahre, damit man auch mehr zahlt, logisch. Genau, und die machen es auf 3 Monate. Das heißt, alle 3 Monate müsstest du das Zertifikat aktualisieren, ansonsten wirst du irgendwann mal einen Sicherheitshinweis bekommen, das Zertifikat ist ungültig oder ist ausgelaufen. Oder deine Besucher, das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. Deshalb, da muss man natürlich mal gucken. Kann man auch automatisieren. Richtig, kann man auch alles automatisieren. Bloß das muss man halt, da muss man sich bewusst machen. Und natürlich, wenn man ein SSL-Zertifikat aktiviert, ey, wir sind schon bei 35 Minuten. Ich habe noch gar nicht über Performance geredet. Oh je. Okay, ich muss das mal ein bisschen schneller machen. Ich hab noch so eine Latte an. Bin ich noch nicht schnell genug?
Genau, wenn man das noch kurz, noch eine Gefahr, wenn man es selektiviert, wenn man zum Beispiel Templates nutzt, die irgendwelche statischen Dateien irgendwie laden, also im Bilder, CSS, JavaScript, die nicht über HTTPS geladen werden, über HTTP, bla bla bla. Dann hat man so einen genannten Mix-Content und das ist nicht so gut, weil dann wird auch im Browser nicht dieses grüne Schloss angezeigt, sondern wird so ein Achtungssymbol angezeigt. Ich meine, dann erreicht man nicht das, was man eigentlich erreichen wollte, dass man zum Beispiel hier, wow, grüne Symbolen, man fühlt sich gut, sondern dann wird es irgendwie so ein Achtungszeichen angezeigt. Das heißt, dann müsst ihr den Code am besten, am einfachsten das Source-Code öffnen und nach HTTP Doppelpunkt suchen und dann wird die irgendwo, hier wird ein Bild eingepflegt oder eingebunden, was nur über HTTP geht. Und da hat man halt das sagt einfach nur, dass der komplette Übertragungskanal nicht über eine verschlüsselte Verbindung ging. Und das ist halt nur, das ist halt der Punkt und deshalb, dann müsst ihr das umstellen auf HTTPS, umschreiben und dann wird auch alles ganz normal angezeigt ohne Mix-Content. Das Problem hatten wir auch bei Google Authenticator, bei Google Capture, dass diese JavaScript-Datei von Google, die man einbinden muss, über HTTP angebunden wird. Das war sogar in meiner Erweiterung mal so. Und dann habe ich das auf HTTPS umgestellt und dann gab es auch dieses Problem nicht. Das wurde mir auch gemeldet und so. Das sollte man gucken, dass man keinen Mix-Content hat. Dann CDN, wenn möglich CDN aktivieren, ist ganz gut. Zum Beispiel so ein Security-Proxy, Cloudflare. Ist kostenlos in der Basisversion, dass quasi die Aufrufe erst über den Proxy laufen, über den Server von Cloudflare. Die filtern, die kennen sich aus, die haben Filterregeln, die gucken, okay, das ist ein schadhafter irgendwie Zugriff oder irgendwie wird irgendwelche SQL-Daten irgendwie im Request abgefragt, wie auch immer. Und die filtern dann diese Requests aus. Und nur die sauberen, also gibt es natürlich eine Fehlerquote und wie auch immer, aber die sauberen Requests lassen sie natürlich durch. Man kann es auch natürlich dann fein einstellen und sagen, ja, hier nur keine Zugriffe aus Russland oder China, wie auch immer. Das ist auch zum Beispiel auch ganz gut gegen DDoS, für DDoS Protection, so diese Angriffe über Botnetze. Da kann man anschauen. Also Cloudflare ist relativ einfach. Da muss man halt ein paar Sachen machen, auch beim Hoster selber, dass man erstmal auf den Server von Cloudflare quasi zeigt und von dort quasi zurück auf den Server. Das sind ein paar Sachen, aber die kann man auch rausbekommen. Dann Firewall-Regeln überprüfen, zum Beispiel wenn man Cloud-Server nutzt, dass man guckt, okay, ich will alles über HTTPS haben, da kann ich auch den Port 80 sperren. Du brauchst den Port 80, keine Zugriffe mehr. Warum sollen da irgendwelche Zugriffe stattfinden? Dann mache ich dicht und mache nur den 443 auf. Solche Sachen. Und die sollte man natürlich auf dem Server-Level managen und nicht irgendwie dann nur die Umleitung nutzen auf HTTPS. Genau, die sind natürlich ganz cool. Dann MySQL nicht von außen aufrufbar machen, kann man einstellen, dass nur lokale Zugriffe erlaubt werden. Das heißt, dass man halt nicht direkt die Datenbank von außen irgendwie aufrufen kann. Das geht natürlich nur, wenn ihr dann wirklich auch was die Datenbank benutzt, das System auch wirklich lokal vorliegt quasi, also lokal installiert ist. Dann bei Unerfahrenheit lieber Experten verwalten lassen. Das heißt, man guckt, wenn man... Man hat natürlich große Vorteile, wenn man so einen Cloud oder Server benutzt, aber man hat auch viele Risiken. Und deshalb muss man gucken, es gibt natürlich auch so eine Mischung, dass man irgendwie so einen Server hat, aber so gemanagt hat. Da gibt es ja verschiedene Modelle jetzt. 1&1 hat jetzt auch was Neues. Der Lukas stellt es nachher vor, wenn ihr Lust habt, heute Abend. Macht manchmal Sinn. Also wenn du wirklich wenig Ahnung hast, dann lieber die Profis das machen lassen, verwalten lassen, aber natürlich trotzdem diese Vorteile nutzen von aktuellen PHP 7-Versionen, wie auch immer, wenn der Hoster das nicht anbietet. Dann Server-Einstellungen natürlich, Login nur über SSH-Keys erlauben, das heißt kein Passwort-Login, nur SSH-Keys, die privat liegt bei dir und der ist auch hinterlegt. Genau, und User-Accounts auch einschränken, das heißt, nicht jeder hat irgendwie Root-Rechte, wie auch immer, auf dem Server, nur bestimmte Accounts, am besten nur selber Zugriff haben über SSH und niemand sonst. Und natürlich Dateirechte gucken, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, die Config-Datei oder die Index-Datei, wie auch immer, dass man die Rechte so runtersetzt, dass man die nicht beschreiben kann, auf 444 oder wie auch immer. Oder die HTTP-Access, die wird ja sonst normal nicht angefasst, deshalb kann die auch andere Dateirechte haben, also keine Schreibrechte. So, wir machen mal schneller hier. So, Performance, warum das auch so wichtig ist, ist im Grunde einleuchtend. Was meine ich mit Performance? Zum einen natürlich die Ladegeschwindigkeit an sich. Zum Beispiel, wenn man eine Seite aufruft, einen Request absetzt, wie lang geht die Übertragungszeit, wie lange dauert die Übertragungszeit, welche Latenzen hat man drin im Netz. Und natürlich auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit an sich auf dem Server. Das heißt, wie schnell ist der Server, wie schnell reagiert der Server, wie schnell kann er die dynamischen Inhalte zusammensetzen und eine fertige HTML-Seite raushauen.
Genau, und warum ist das wichtig? Logisch, ich meine, wer will schon auf einer langsamen Seite? Ich meine, keiner von uns will irgendwie 10 Sekunden warten und bis der Inhalt irgendwie angezeigt wird. Wir wollen das instantly haben, wir wollen es direkt haben. Bereits, es gibt ja viele Studien und irgendwie nach 2,5 Sekunden ist man schon frustriert als Benutzer. Und die Bounce-Rate, ich glaube, bei 10 ab oder 5 Sekunden geht sie exponentiell hoch. Das heißt, keiner will irgendwie im Prozess, wenn man irgendwie eine Info braucht, ich will nicht sitzen und 10 Sekunden warten wollen. Und das kann natürlich zu großen Verlusten auch bei Shops oder wie auch immer führen. Da gibt es auch viele Studien und so. Und auch generell, ich meine, jeder will schnell surfen, jeder will schnelle Ausgabe haben oder schnell die Seiten sehen. Ich bin zu früh. Genau, und dann habe ich mir überlegt, welche Steigerungen, was gibt es da für Steigerungen, so Tipps, was kann man machen auf der Joomla-Seite. Also Benutzer, die bleiben wahrscheinlich immer so langsam, kann man nicht mehr machen, ist halt angeboren. Liegt halt im Gehen. Joomla und Server, da habe ich halt überlegt, was kann man mit Joomla machen, kleine Tipps und Server, damit es schnell läuft. So, machen wir erstmal Joomla. Da gibt es coole Sachen, gibt es auch coole Erweiterungen, die man benutzen kann. Aber erstmal so generell, was so Sinn macht, ist natürlich HTTP-Request runtersetzen. Je weniger Requests quasi der Server schicken muss oder der Browser halt quasi empfangen muss, desto schneller ist die Seite auch geladen. Wenn man zum Beispiel irgendein Framework nutzt und irgendwie der hat irgendwie 20 JavaScript-Dateien, dann müssen die 20 natürlich geladen werden und das dauert. Vor allem, wenn man über HTTP 1.1 noch läuft, wo man halt nicht Multiplex-Kanal hat, sondern so blockmäßig. Das heißt, jetzt muss für jede Datei muss ein Request aufgebaut werden. Und da muss man gucken, dass man es dann minimiert. Minimieren kann man natürlich mit Tools zum Beispiel. Was ich gerne und überall empfehle, ist JCH. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. JCH Optimize. Es gibt eine Free-Version, die ist schon relativ gut. Es gibt auch eine Pro-Version, die empfehle ich euch und würde auch den Entwickler unterstützen und die machen noch mehr Sachen, kann ich auch gleich erzählen. Genau, und die macht Folgendes, die fasst alle JavaScript-Dateien, bevor sie an den Server geschickt werden, an den Browser geschickt werden, wenn die HTML-Ausgabe fertig ist, dann fasst die Extension quasi die ganzen Dateien zusammen in eine einzige Datei und quasi macht einen großen HTTP-Request. Und da hat man natürlich ein bisschen mehr Übertragung, aber es ist nur ein Request, das heißt, man verliert keine Zeit um die Request zu verarbeiten, diesen TCP-Handshake, wie auch immer. Der muss ja dann immer wieder durchgeführt werden. Das ist ein großer Vorteil und das auf jeden Fall versuchen. Hier muss man natürlich aufpassen, es gibt manche Sachen, führen zu Konflikten, wenn zum Beispiel irgendeine Bibliothek gebraucht wird, die oben irgendwie inkludiert wird, aber die jetzt unten irgendwie dann minifiziert wurde, also minimiert irgendwie unten positioniert wurde. Da muss man natürlich gucken und das macht man Folgendes, man macht erstmal. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Ultra, Optimized, dann normal, wie auch immer. Am besten aktivieren, Browser öffnen, Firebug öffnen, Konsole gucken, neu laden. Dann sieht man auch, wenn zum Beispiel irgendein Fehler ausgeworfen wird, dass es halt einfach zu krass optimiert wurde. Da muss man ein bisschen Feintuning machen. Also die Erweiterung nicht einfach aktivieren und denken, alles super, sondern schon gucken, dass sie wirklich auch dass alles funktional bleibt. Genau. Dann natürlich haben wir einen nächsten Punkt, ist die Kompression. Also wir übertragen über GZIP zum Beispiel. Das bieten die meisten Hoster heutzutage an. Es gibt zwei Sachen, die man beachten muss. Es gibt in den globalen Einstellungen diese GZIP-Kompression, habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen, und das Server-Tab. Da wird aber nur die HTML-Ausgabe komprimiert von Joomla. Da werden nicht die statischen Dateien, wie Bilder oder wie auch immer, die werden nicht komprimiert übertragen. Das heißt, nicht nur das aktivieren und denken, man überträgt alles über GZIP, ist nicht so. Das heißt, man muss dann über die HTML, wenn man Apache nutzt, schreibt man die HTML-Access-Regeln und die auch die statischen Dateien berücksichtigen. Das ist wichtig. Also nicht nur GZIP im globalen Einstellungen, sondern auch für die statischen Dateien nutzt man halt dann bestimmte Regeln. Mode Deflate und wie auch immer. Da muss man einfach mal googeln. Das ist so ein Block von den man eintragen kann und da kann man auch setzen, verschiedene noch Parameter setzen, wie auch immer. Das könnt ihr dann selber rausfinden. Ich glaube, dass JCH in der Pro-Version unterstützt es auch, weil er manipuliert quasi dann quasi auch die Ausgabe von Bildern. Das kannst du auch. Also guck dir mal JCH Pro an. Ich glaube, das macht das auch. Aber also ich habe es bis jetzt nie benutzt über das Tool. Ich habe es immer einfach manuell in die. Das ist im Grunde immer das Gleiche. Kannst du auch von einem anderen Projekt rüber kopieren. Solange der Server das unterstützt, wenn zum Beispiel auf dem Server die Übertragung von die Komprimierung der Algorithmus nicht vorhanden, also nicht aktiviert ist, das Modul für Apache zum Beispiel, dann wird es natürlich nicht funktionieren. Aber das kannst du ja mit so einer if-Abfrage
Vorlage in der HTX abfangen. Also ist es eigentlich, kannst du einfach reinhauen und dann öffnest du deinen Firebug, hast du denn das Network-Tab, der Network-Tab, und dann siehst du, wie es übertragen wurde, ob es normal übertragen wurde oder GZIP. Das steht dann dort, ist dort angeschrieben. Das kann man dann sehr einfach dann überprüfen. Genau, und dann nächster Punkt ist Cache. Cache aktivieren in Joomla. Muss man halt gucken, wenn man so dynamische Sachen hat, kann es Probleme geben. Aber ansonsten macht es schon Sinn, Cache zu nutzen. Wir haben hier zwei Cache-Sachen, also wir haben im globalen Einstellungen so Cache und auch das Plugin Cache. Das Plugin macht nichts anderes, als die komplette Ausgabe, HTML-Ausgabe, zwischenzuspeichern und quasi dann auszugeben, wenn sie noch gültig ist und vorhanden ist, valide ist. Da ist das Problem natürlich, wenn man dynamische Sachen auf der Seite hat und es ist einfach, die statische Seite wird rausgeschmissen, dass man halt den Stand von was ich davor hatte. Das zum Beispiel gibt es Probleme, wenn man zum Beispiel ein Content-Plugin hat, das habe ich zum Beispiel in einem, wo ich den Inhalt der Artikelkomponente quasi mit einem Passwort schütze. Das Problem ist, wenn da das Cache-Plugin aktiviert ist, dass quasi diese Seite mit dem Formular gespeichert wird und wenn man das Passwort auch richtig eingibt, wird natürlich trotzdem immer noch diese mit dem Formular geladen. Das heißt, in so einem Fall muss man gucken, dass man das Plugin so schreibt, ein System-Plugin. Wenn ihr Lust habt, ich mache nach einem Plugin-Workshop, dann lernt ihr sowas. Dass das Plugin selber merkt, es wurde hier quasi inkludiert und leert vorher den Cache, den Patch-Cache, Seiten-Cache. Und dann wird natürlich auch die aktuelle dynamische Seite geladen. Das sind ein paar kleine Tricks, aber ansonsten macht es natürlich Sinn. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich, was noch auch cool ist, so einen externen Cache zu nutzen wie Varnish, da habt ihr einen riesen Boost natürlich, ist logisch. Und das ist jetzt auch in Joomla, ich glaube seit zwei paar Versionen ist es, glaube ich, 3.6, gell? Ist es auch so eingebaut, dass es auch funktioniert. So, und dann, genau, jetzt kommt die mobile Ausgabe, klar, responsive haben die meisten heutzutage, logisch, aber man hat auch eine Möglichkeit, für die mobile Ansicht bestimmte Elemente nicht nur auszublenden, was wir momentan machen, was natürlich der Ansatz von dieser responsive Bootstrap und wie auch immer Geschichte ist, man hat auch die Möglichkeit, bestimmte Blöcke komplett nicht übertragen zu lassen. Und das ist natürlich cool. Dass zum Beispiel ein Video, was irgendwie riesig ist auf der Seite, natürlich im Desktop super anzuschauen ist, aber auf dem Mobil willst du das nicht. Wenn ich unterwegs bin, will ich keine 100 Giga oder 100 Megabyte Video runterladen, bevor ich es anschauen kann. Und da gibt es eine Möglichkeit. Das Problem ist natürlich, man muss das im Request, also es funktioniert folgendermaßen. Wenn der Browser einen Request an den Server absetzt, schickt er einen Header mit. Und in diesem Header werden die ID des Browsers angezeigt. Und es gibt ein paar schlaue Leute, so eine Bibliothek geschrieben haben, die quasi alle IDs quasi kennt und je nach ID quasi beurteilen kann, ob es ein Firefox auf dem Android ist oder ob es ein Firefox auf dem Desktop. Das heißt, über den Header kann man rausfinden, ob es Smartphone ist, oder das Zugriff, Laptop oder wie heißen die Tabs oder ein Rechner oder ein Desktop-PC. Und da gibt es eine fertige Bibliothek. Und dann habe ich auf Drängen von Kumpels und so, habe ich so ein Plugin geschrieben, es heißt DSC, Device Specific Content. Mit dem kann man quasi sagen, okay, if mobile, then. Und dann kann man zum Beispiel Modul Position Mobile inkludieren. Im Template zum Beispiel kann man in der Index.php eintragen. Das heißt, wenn der Header dann sagt, ich bin ein mobiler Browser, wird dieser Block quasi angezeigt. Ansonsten wird dieser Block nicht geladen. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Video auf diese Modulposition veröffentlicht, wird das gar nicht übertragen. Und das Coole ist, zwar responsive ist auch cool und so, man sieht es nicht, aber im Hintergrund, der Request wird trotzdem ausgeführt. Und dann hat man auch diese Ladegeschwindigkeit, diese Ladedingszeit. Und auch die Kapazität, also wie nennt man das, Traffic und so vom User klaut man im Grunde für sowas, was man nicht anzeigt. Das ist ja sollte man gar nicht erst laden. Und mit so einem Tool kann man es ganz einfach unterdrücken. Also müsst ihr euch mal anschauen. Es ist zwar ein bisschen Arbeit, aber wenn ihr so ein Projekt habt, das ist eigentlich ganz cool, wenn man sowas dann ausblendet. Oder es ist vielleicht die Sidebar, die sowieso nicht angezeigt wird mobil, zum Beispiel, wenn man da irgendwas hat. Die einfach so konfigurieren, dass sie nur auf dem Desktop angezeigt wird. Und das Plugin funktioniert auch so, auch wenn es deaktiviert wird vom Kunden, funktioniert es trotzdem, weil ich habe so geschrieben, dass es auch inkludiert, also dass der User das inkludieren kann und es quasi wie ein statischer Aufruf ist. Es muss nicht mal über das Framework von Joomla laufen. So, haben wir noch? Gut. Dann haben wir natürlich auch die Positionierung der JavaScript-Dateien und CSS-Dateien, dass zum Beispiel die JavaScript-Dateien am besten im Footer geladen werden.
oder die CSS-Dateien nicht blocken, also Inhalte nicht blocken. Und das macht der JCH ganz cool. Er macht es automatisch. Das heißt, die JavaScript-Dateien werden unten asynchron geladen, quasi nachgeladen, wenn die Seite bereits schon angezeigt wird. So, der User kann schon interagieren, aber die JavaScript-Sachen, Elemente werden halt quasi im Prozess quasi noch nachgeladen. Und dann funktionieren auch die Lightboxen, wie auch immer. Und CSS, wenn sie nur ganz unten eingebunden wird, dann sieht man natürlich erstmal eine hässliche Seite, die nicht CSS-Anweisungen irgendwie hat. Das heißt, die ist ein ganz normal, so schwarz auf weiß. Aber der JCH hat die Möglichkeit, dass man bestimmte Elemente, die vorher auf diesem Above Default, wie man das nennt, in diesem sichtbaren Bereich, dass er diese Elemente direkt in den Head inkludiert, in den Header-Bereich. Und den Rest macht er als einzelne Datei unten rein. Das heißt, wenn du die Seite lädst, dann siehst du direkt die korrekten CSS-Auszeichnungen. Die Seite sieht super aus, aber der eigentliche Nachladeprozess erfolgt später, aber der User merkt nichts davon. Und das sind so auch so Feintuning, das ist, glaube ich, in der Pro-Version drin. Was die Pro-Version auch kann, ist zum Beispiel CDN aktivieren. Das heißt, das Coole ist, man bekommt ja einen CDN-Pfad, zum Beispiel wenn man zum Mac-CDN geht, aber das kommt auch noch gleich. Dann bekommt man einen Pfad, wo man quasi die Bilder quasi hinweisen muss, also hinzeigen. Und die werden über den CDN-Server geladen. Der große, aber dazu komme ich noch, ich bin zu weit. Aber das unterstützt das Pro auch ganz einfach, weil normalerweise müsste man die ganzen URL-Struktur, URL-Pfadeinbindung, müsste man auf diesen CDN-Pfad umschreiben, diese CDN-URL. Und das macht das JCH Pro automatisch. Du musst einfach nur deine URL eingeben, das war's. Jetzt so Spezialfälle, Bildersetzung durch Fonts. Da hat mir der Frank Hettlich, der Frank, wie heißt es? Von Deviso? Frank? Delvental, der Wieso, denke ich immer. Frank Delvental hat mir einen Tipp gegeben, weil zum Beispiel kennt ihr vielleicht meine Erweiterung, die haben immer das Logo mit so Abkürzung, Abbreviations, also ESC, DSC, whatever. Und da hat er gemeint, warum machst du nicht einfach Fonts draus? Und das war ganz cool. Ich habe zum Beispiel auf einer Seite-Übersicht-Seite, wo ich jedes Logo als einzelnes kleines Bild hatte, das waren irgendwie 30, 35 Requests. Und dann habe ich das einfach durch einen Google-Font ersetzt und mache es einfach als eine Klasse, also einfach als CSS-Anweisung. Und das heißt, ich habe nur noch einen Request zu dem Font und die ganzen Bilder müssen nicht geladen werden. Das heißt, ich habe mir über 30 Requests gespart und das ist ein Geschwindigkeitsboom. Und solche Sachen, solche Tricks kann man machen, zum Beispiel CSS-Sprites, dass man irgendwie CSS-Hintergrundbilder in ein Sprite fasst. Das heißt, man hat ein Bild mit verschiedenen kleinen Bildchen drauf und die kann man über CSS positionieren. Und damit hat man auch nur einen Request. Und man muss nicht jedes kleine Bild quasi einzeln laden. Das heißt, ein Request und dann werden die einfach über CSS positioniert. Super Sache. Und dann natürlich, was Performance angeht, die Browserkonsole immer checken, nach Fehlern gucken, weil meistens werden irgendwelche zusätzlichen Sachen geladen, die man überhaupt gar nicht braucht. Und die kann man dann natürlich auch rausmachen, um die Performance zu steigern. Also das merkt man zum Beispiel, wenn Fehler passieren und du guckst, oh, die Datei existiert gar nicht. Zum Beispiel 404, Image not found, wie auch immer, solche Sachen. Weil das kann man dann natürlich optimieren und damit überhaupt nicht mal erst ein Request abgesetzt werden muss. Und dann natürlich gucken, wenn man zum Beispiel Mootools einblendet, dass man, wenn man Mootools nicht braucht, dass man das auch deaktiviert. Und dafür gibt es ein paar Tricks. Entweder man macht es direkt mit Template Override, kann man das direkt noch abfangen. Oder man muss Erweiterungen. Ich habe zum Beispiel auch eine JS CSS Control, JCC. Und damit kann man auch zum Beispiel sagen, auf dieser Seite will ich zum Beispiel nur jQuery laden und kein Mootools laden. Und dann wird es automatisch quasi im Prozess, wenn die Seite, bevor die Seite an den Browser geschickt wird, wird es quasi dann rausgezogen. Auch ganz cool. Ja, wir sind ja fast durch sogar. Zu viel oder? Soll ich noch weitermachen? Oder? 3 Minuten! Also serverseitig, Performance, klar. Super PHP 7 umstellen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Macht nur noch PHP 7, 5, 6, alles weg. Wenn Erweiterungen nicht gehen, gucken, dass man was findet, was auf PHP 7 läuft, Entwickler anschreiben. Das gibt einen riesen Boost. Die Verarbeitung ist extrem, ist doppelt so schnell, braucht ein Drittel des Speichers. Also nach Möglichkeit komplett alle neue Projekte nur noch mit PHP 7 machen. Dann nach Möglichkeit, wenn der Server aktuell genug ist, HTTP2 benutzen, nicht HTTP1.1, das alte Übertragungsprotokoll, das neue, weil das hat den Vorteil, dass es halt binär und nicht textuell funktioniert und man multiplexen kann. Das heißt, er macht einfach nur einen Verbindungskanal auf und darüber kann er viele verschiedene Dateien quasi rüberschicken. Es ist nicht so, dass man für jeden Request einen einzelnen Aufruf macht, sondern man schickt binär quasi über einen Kanal, schickt man so viele Daten nach, wie man braucht. Ich brauche noch 2 Minuten.
zwei. Nach Möglichkeit, wenn es möglich ist, Nginx, Proxy, Reverse Caching nutzen, gib mir noch die Batterie. Genau. Ja. Dann habe ich einen nächsten Punkt, CDN benutzen. Wenn man zum Beispiel viele Besuche aus internationalen Besuchen hat und nicht nur lokale oder regionale, macht es auf jeden Fall Sinn, zum Beispiel MaxCDN oder KeyCDN, da gibt es ja verschiedene, irgendwas mit CDN quasi zu benutzen, zu verwenden, weil dann werden die statischen Dateien, werden zum Beispiel, wenn jemand aus Tokio zugreift, dann werden ihm die statischen Dateien aus Tokio auch direkt von einem Server aus Tokio zugespielt. Das heißt, das wird, ist ja ein riesen Geschwindigkeitsvorteil und nicht, wenn sie erst aus Frankfurt oder wie auch immer übers Netz an ihn geschickt werden müssen. Genau das aktivieren. Und wenn man Ahnung hat, wenn man Wissen hat, Manage nutzen, ansonsten, wenn man Wissen hat, eigene Server versuchen aufzusetzen, dann hat man mehr Performance-Möglichkeiten, ansonsten auf Manage gehen. Und noch kurz die Tools, es gibt Tools, um das zu testen, PageSpeed von Google ist natürlich das bekannteste, dann gibt es WebPage-Test, Pingdom oder GTmatrix, das sind so Tools, die man so nutzen kann, um wirklich die Requests zu sehen und zu gucken, wo man Optimierungsbedarf hat. Ich denke, wir haben keine Zeit für Fragen. David, komm mal ins Bild, bitte. Der junge Mann sitzt mir hier schon im Nacken und zeigt mir die ganze Zeit, wie viele Minuten ich habe. Ich danke euch. Wenn ihr Fragen habt, ich bin ja da. Also kommt einfach auf mich zu und danke.